Frau Markovic, besser kann man nicht in die Winterpause, oder? Ja, ist echt super gelaufen für uns. 8:0 gegen IB. Ich glaube, ihr hättet immer unterschrieben, wenn ihr das vorgelegt bekommen hättet. Aber dass es doch so einfach geht, hättet ihr nicht gedacht, oder? Wir haben gewusst, es ist eher ein schwächerer Gegner, aber man darf niemanden unterschätzen. Also, wir haben uns auch sehr gut vorbereitet diese Woche, wir haben sie gut analysiert. Und ja, jetzt ist es uns gut gelungen gegen den Schluss. Sie machen noch das letzte Goal. Hat sie ein bisschen Bammel gehabt, dass sie da noch ohne Goal rauslaufen? Nein, ich habe gewusst, heute mache ich sie. Ich habe mehr gehofft, aber ich habe gewusst, heute mache ich eine. Wie war der ganze Approach zu diesem Match? Neues daheim auf Rasen. Ihr seid euch ja das auch nicht so gewohnt. Habt ihr damit gerechnet, dass so viele Leute kommen und dass es so gut läuft? Tatsächlich haben wir nicht gerechnet, dass so viele Leute kommen. Mega cool, dass alle da waren. Vielen Dank. Rasen, ja. Wir haben eigentlich die ganze Woche auf Kunstrasen trainiert. Und ja, es war halt ein bisschen rutschig, aber wir haben es doch noch gut gemeistert. Für Tana Markovic läuft gerade eine super Saison, privat, auf Instagram, mit der Karriere, aber auch neu im Fußball. Erstes Aufgebot für Kroatien. Wir haben, wo wir so Kroatien gesehen haben, im letzten Grund denkt, die könnten vielleicht das Tempo von Tana brauchen. Wie ist es aber zu dem Nationenwechsel gekommen? Wie? Ja, durch die Medien eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, es sind... Ja. Ja, danke. Nein, es ist auch vor allem im Balkan mega viel über mich geschrieben worden. Wahrscheinlich ist die kroatische Nazi so durch mich aufmerksam worden. Ich habe ja auch nur den kroatischen Pass, ich habe den Schweizer Pass nicht. Und ja, ich freue mich mega. Wie ist es mit der Kontaktzeit gegangen? Hat es nicht gelangt, um sie im letzten Grund zuerst mal vorzustellen? Entschuldigung? Hat es nicht gelangt, dass sie für Kroatien im letzten Grund spielen? Ja, es ist zeitlich nicht aufgegangen. Aber ja, wir sind schon dann im Kontakt gewesen, aber es war zu kurzfristig, eine Woche vorher. Das heisst, jetzt für sie noch nicht Winterpause, vergeht sie schon. Wie geht man als Grasshopper in diese Pause? Ja, wir sind stolz. Wir haben eigentlich fast alles gewonnen. Und ja. Frau Fasel, ein Abend ein bisschen zum Vergessen, oder? Ja, definitiv. Es ist ein Desaster, eigentlich, das Resultat. Und wir haben zu viele Eigenfehler gemacht und die wenigen Chancen, die wir hatten, selber nicht gemacht. Und dementsprechend wird das Resultat zustande kommen. Aber letzte Woche im Wankdorf hat man ja auch so angefangen und dann hat man sich gefangen. Warum heute nicht? Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, sicher GC hat es auch dementsprechend gut gemacht. Sie sind aggressiv dran geblieben und haben immer wieder das nächste Goal gesucht. Hat die Tiefe gut attackiert und wir haben einfach keine Lösungen heute gefunden. Jetzt wissen wir gut, gegen GC, wo oben in der Tabelle ist, kann man schon mal verlieren. Aber es sind halt viele Punktverluste diese Saison. Auf was schreiben Sie die zu? Ja, ich glaube, es wissen alle, dass wir im Sommer sehr viele Abgänge hatten. Und dass wir im Moment noch nicht in der Lage sind, die Abgänge zu kompensieren. Wir haben jetzt im Moment auch gerade recht viele Verletzte, wichtige Spielerinnen, die heute gleich noch gefreut haben. Steffi Weber, die enorm wichtig ist in der Offensive, Flavia von Kennel in der Defensive. Und es braucht auch noch Zeit, um auch mit dem neuen Trainer wie das Spielsystem zu verinnerlichen und dass die Automatismen mehr sitzen. Und wenn man ganz frech sein will, drei von ihnen spielen am Mittwoch gegen Biel. Ist das denn vielleicht auch der Grund, wenn Flavia fehlt, wenn Steffi fehlt und sie haben natürlich auch dort Leistung müssen bringen, dass man vielleicht auch heute nicht so souverän steht? Ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang hat. Wir haben im Nationalteam auch sehr viel Zeit gehabt für zu regenerieren am Nachmittag. Wir haben die Regenerationsmaßnahmen auch sehr genutzt. Und eine englische Woche muss auch immer drinnen liegen aufs Fußballlein. Jetzt wissen wir, das ist eine vorgezogene Winterpause. Ihr habt aber zwei Monate Zeit. Wie werdet ihr die 10 Wochen, eigentlich, die ihr habt, nutzen, um besser auftreten im Frühling? Ja, das erste Ziel ist natürlich, dass alle verletzten Spielerinnen zurückkommen. Dass man, sobald der Rückrundenstart anfährt, dass man alle Spielerinnen fit wieder zurück haben. Das ist sicher das erste Ziel. Das zweite Ziel ist sicher, dass wir im physischen Bereich nochmal einen Step vorwärts machen. Ich glaube, heute haben wir gesehen, dass am Schluss auch die Puste ausgegangen ist, dass wir zu wenig spürzig sind, dass die Schnelligkeit fehlt. Das ist sicher ein Punkt, wo wir müssen dann schaffen, der Winterpause. Und der dritte Punkt ist sicher, dass das Spielsystem vom OLJ mehr verinnerlicht wird, dass man Automatismen
entstehen und dass wir weniger Fehler mehr machen im Spielaufbau. Frau Merk, was hat es mit dem Gerücht auf sich, dass wir heute hier spielen, weil Liebe sich nicht an Naturrasen gewöhnt hat? Da würde ich einfach mal sagen, es ist ein absolutes Gerücht. Und doch, der Naturrasen hier in der Lenk scheint gut für euch zu sein, 8:0. Das ist bis jetzt wohl der beste Sieg, auch wenn wir Kloten mit 11 gesehen haben. Heute ist es fast besser, oder? Ja, definitiv. Also IB spielt in derselben Liga, Kloten dementsprechend nicht. Und für heute, also es war ein Top-Abschluss nochmal für uns in der Hinrunde. Wir haben, finde ich, gut gespielt. Wir haben genau das umgesetzt, was wir machen wollten. Viel Druck gemacht nach vorne, aggressiv drauf gewesen. Und IB ist eine Mannschaft, die wollen viel hinten rausspielen, weil sie vielleicht auch den Naturrasen nicht so gewohnt sind. Und das wollten wir unterbinden. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, ja. Druck nach vorne, gute Spielverlagerungen. Da hatte IB etwas Mühe. Für dieses Mal hat die Merk-Handschrift gut funktioniert. Wir haben Spiele gesehen, denen es dann weniger gut war, wie gegen Basel oder gegen den FC Zürich. Was macht da den großen Unterschied zwischen diesen Spielen und dem hier? Naja, zum einen ist es immer ein Stück weit die eigene Leistung. Also wir haben gegen Basel natürlich auch doch viele individuelle Fehler gemacht, die uns an der einen oder anderen Stelle zum einen die Sicherheit gekostet haben, zum anderen auch wehtaten. Und die anderen Mannschaften haben es vielleicht ein bisschen besser geschafft, ja, unsere Schwächen oder die Schwächephasen, die wir dann hatten, zu nutzen. Ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit der GC-Historie sind. Die letzten drei Saisons hat man immer sehr, sehr schlecht angefangen. Wenig Punkte, jetzt gerade das Gegenteil. Ist da ein bisschen Angst, in der Rückrunde etwas abzugeben an Elan? Ich würde sagen, nein. Also wir wollen natürlich noch mehr. Wir sind immer hungrig, wollen immer Gas geben. Und da hoffe ich natürlich, dass eher mehr kommt in der Rückserie, wenn wir uns alle ein bisschen eingewöhnt haben als jetzt. Doch beträchtlich, jetzt ist der zweite Platz drin, vielleicht liegt auch der erste drin. Man muss schauen, was resultattechnisch überall läuft. Ihr habt eine 3 Wochen, um zu warten, um zu sehen, wie das dann aussieht. Was ist das große Fazit dieser Vorrunde für Sie? Es gibt eher viele kleine Fazits, die ich gerne ziehen würde. Also zum einen dauert es natürlich immer ein bisschen, bis man sich eingewöhnt hat, bis man als Team mit so vielen neuen Spielerinnen, mit dem neuen Staff und so weiter zusammengefunden hat. Und ich glaube, das ist uns jetzt mittlerweile gut gelungen, das haben wir gut gemacht. Und ja, wenn wir so wollen, das größte Fazit ist, dass wir uns so weit auf dem Tabellenrang befinden, wo wir realistischerweise erstmal hin wollten, und alles nach oben gucken wir, was dann noch kommt. Und die Dreierkette von heute, werden wir die wiedersehen nach 2 Monaten Pause? Schauen wir mal. Also wir haben sie ja schon mal gespielt, wir haben sie heute wieder eine Halbzeit gespielt. Sicherlich ist es immer eine Option. Aurélien, dans ces résultats, il faut pas parler de chaque but, mais c'était pas le résultat que vous sont venus chercher ici à Zurich, juste. Non, évidemment, c'est une évidence. On savait en venant ici de toute façon que ça allait être un match difficile, mais après on arrivait avec nos armes et on espérait bien sûr faire quelque chose. D'ailleurs, je trouve qu'on a très bien commencé le match. Et on a 2 grosses situations et malheureusement on prend un but au bout de 5-6 minutes sur un centre, on n'est pas au marquage. Et puis donc on commence bien le match et puis on se retrouve mené 1-0, puis 2-0, alors que c'est pas forcément mérité. Après c'est plus difficile. Je crois aussi que le premier mi-temps, il a montré ce que nous avons vu toute cette demi-saison, que c'est erreur individuelle. Et puis il y a beaucoup de buts, erreur en construire. Tu peux pas finir maintenant ce process de vouloir construire de l'arrière, mais comment est-ce que tu vas trouver la solution pour pas prendre de buts? Et bon, là, la majorité des buts qu'on a pris, malheureusement, c'est sur la gestion de la profondeur. Donc on a un gros travail à faire sur la gestion de la profondeur, surtout qu'on voilà, n'a pas une équipe qui a un profil de vitesse très, très important. Donc il y a un gros travail qu'on doit faire et qu'on va faire sur la gestion de la profondeur. Au niveau de la construction du jeu, eh ben, c'est clair que pour l'instant, contre des adversaires qui nous mettent un peu moins de pression, on y arrive très bien. On l'a très bien fait contre Lugano, on l'a très bien fait contre Yverdon à domicile. On l'a quelques fois très bien fait aussi contre d'autres matchs. Et malheureusement, bah, quand il y a un peu plus de pression, bah, c'est là qu'on doit
qu'on doit faire juste. Donc on a un travail d'orientation à faire, on a un travail de bon choix de jeu, de déplacement. Mais de toute façon, on a besoin de faire ça. On a besoin de faire ça pour se créer des situations. Il y a la rumeur que Getze a choisi cette place ici car vous vous êtes pas habitué à jouer sur une pelouse naturelle. Tu penses que la pelouse a eu quelque influence dans votre jeu ? Bon, rumeur ou pas, de toute façon, c'est le football. Et puis le football, c'est une alternance de matchs sur le synthétique, sur l'herbe, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas que l'herbe nous pose problème. Après, c'est évident que jouant et s'entraînant quasi tous les jours, enfin tous les jours sur le synthétique, eh ben, c'est clair qu'on est un peu moins à l'aise quand on doit aller sur l'herbe, notamment sur un herbe qui était un petit peu bosselé, même s'il était de bon état, pas très grand. Et puis voilà, donc au niveau technique, c'est clair que c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Maintenant, ça c'est la pire manière de partir en vacances, mais c'est aussi bon car vous avez 2 mois ou 10 semaines pour travailler. Qu'est-ce que tu vas mettre ton focus pour ces 10 semaines? Alors voilà, c'est que de toute façon, il y avait une chance sur deux, hein, on gagne, on part content, on perd, on part pas content. Donc voilà, donc les vacances vont faire du bien. Vont faire du bien. Là, on a une semaine de off, donc ça va faire du bien. Et puis après, on va travailler, on va mettre en place un travail de force spécifique avec Silas, notre préparateur physique. Et puis on va travailler sur les aspects défensifs, offensifs, pour faire un deuxième tour qui soit meilleur en termes de contrôle de notre jeu. Voilà, en termes de contrôle du match, donc on va travailler pour, et je suis persuadé qu'on va y arriver. Et pour toi, tu es venu au foot féminin dans un grand nom qui est IB. Tu as espéré une première demi-saison un petit peu facile, je pense, c'est juste. Alors c'est clair, comme tout entraîneur, je préférais être premier du championnat et puis avoir gagné tous mes matchs. Après, voilà, moi j'ai un parcours de formateur ou même dans les clubs professionnels que j'ai pu être, Xamax ou Kriens, où ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile, donc la difficulté est d'autant plus formateur pour moi et puis aussi pour les joueuses. Donc c'est la réalité du moment. Et puis on accepte les règles du jeu et on travaille pour... Parce que je me répète, mais travailler pour devenir meilleur. Mais c'est les règles du jeu et puis il n'y a aucun souci avec ça. Le foot féminin n'a pas encore cassé ton esprit? Non, non, non. Le foot féminin, finalement, c'est comme le foot masculin. C'est les mêmes principes offensifs, c'est les mêmes principes défensifs, avec d'autres problèmes. Il y a d'autres choses mieux et il y a d'autres problèmes. Mais non, moi, je suis plein d'énergie, je suis plein de bonne volonté. Et puis je sais que j'ai confiance aux joueuses. Je suis très très content d'être dans ce club. Je suis très content d'être avec ces joueuses. Et moi, je suis à fond pour... Et les joueuses aussi. On est à fond pour faire un très bon deuxième tour. Merci, bonnes vacances. Merci.